So, jetzt bin ich noch einmal da, wie versprochen. Machen wir jetzt den Marillenkuchen. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar ausprobiert, die probiere ich immer wieder aus. Aber eins verspreche ich euch wirklich, ins Netz stelle ich wirklich nur die Sachen, die, was ich ausprobiert habe und wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die einfach gut sind. Ich meine, jeden Geschmack kann man nicht treffen, aber was nicht so trocken ist oder einfach nicht zum Essen ist, das tue ich gar nicht rein. Ich habe alles, wie gesagt, ein paar Mal ausprobiert und wenn es wirklich gut ist und es uns schmeckt und wenn ich jemanden zum Kaffee einlade und die sagen, ah, man bitte gib mir das Rezept für den Kuchen, weil der ist so gut, der ist so saftig, dann stelle ich es ins Netz und davor stelle ich es nicht ins Netz. Ich habe jetzt da natürlich sehr üppig, ein Viertel Kilo Butter, 250 Gramm Butter und 250 Gramm Zucker. Ich habe jetzt da schon einen Vanillezucker dazu tun. Eigentlich bei dem Kuchen ist so beschrieben, dass man den Vanillezucker danach dazu tut. Ich finde, dass das total wurscht ist. Und das tun wir jetzt schaumig schlagen. Die Butter soll natürlich wachsweich sein. Sonst geht das nicht zum schaumig schlagen. Ich habe sie jetzt gerade am Balkon aus dem Kopf, weil die Zeit hat es 28 Grad oder was. Und da geht es total gut. Dann kommen dazu 5 Eier. Und die gebe ich jetzt dann, wenn der Butterschaum nicht aufgeschlagen ist, nach und nach dazu. Also nicht alle auf einmal, sondern immer wenn eins gefunden hat, dann gebe ich wieder eins dazu. Dann braucht man noch von einer Bio-Zitrone natürlich, oder es müsste sich ganz heiß anwaschen und ein bisschen abwürsteln. Aber das ist eine Bio-Zitrone, die kann man so nehmen. Die Zitronenschalen dazu und 4 Esslöffel zu den Kontrollen. Ich muss jetzt sagen, wenn Kinder dabei sind bei der Kaffeetafel, natürlich den Kontroll weglassen. Der Kuchen schmeckt auch genauso gut. Es geht wunderbar. Aber es verdampft ja der Alkohol, das bleibt eigentlich nur der Geschmack. Man kann es auch, wenn man es backt, auch die Kinder geben, weil der Alkohol ja durchs Backen verdunstet. Aber wer an das nicht glaubt, bitte einfach weglassen, geht genauso. Tun wir mal ein Ei rein. Das geht total easy und rucki-zucki, muss ich sagen. Und das, wenn man da am Arbeiten gegangen ist, ist es natürlich schon praktisch. Vom Rand her ein bisschen anputzen. So, das letzte Ei. Dann braucht man ungefähr 750 Gramm Marillen. Ich habe jetzt ein Kilo da, schau mal, ist eigentlich nicht so groß. Die habe ich alle schon gewaschen. Und da habe ich eine Tauchform hergerichtet, die ist recht fein, weil da flutscht er leicht aus, weil die ist beschichtet. Die geht super gut und er ist nicht so hart. Also ist schon auch noch saftiger.
Gas. Da tun wir jetzt die 4 Löffel von Heu dazu. Wie gesagt, es geht rein um den Geschmack. Ich glaube jetzt nicht. Hoppala. Dass der Alkohol drinnen bleibt, ist glaube ich nicht. Das kann man auch ruhig tun, wenn man eben auch Kinder hat. Und sonst, wenn sie auch mit dieser Zeit einfach weglassen. Ich habe beide Variationen schon probiert. Und es ist beides gleich gut. Das eine hat halt noch einen ganz leichten Orangengeschmack. So, ich glaube, das ist jetzt halt gut. Nachher kommt noch die. Aufpassen, dass nicht das Weiße mitgeht, weil das Weiße ist bitter, gell? Und ich muss sagen, die Zitronenschalen, die geben ja wirklich total guten Geschmack an. Ausschau's, aber bitte. So ist es halt beim Backen. Dann tun wir das Mehl ein bisschen einsieben, dass es keine Klumpball macht. Und jetzt muss ich den Geschirrspüler noch einmal auftun, weil ich brauche den. Na schön. Und dann ist er gleich fertig. Aber so ist es eben, gell, wenn man mehrere Sachen macht, dann ist wieder das, was man braucht im Geschirrspüler. Aber ja. So ist es halt. Das tun wir jetzt da unten hin. Mehl einrühren und ein bisschen vorsichtig. Das ist ein totaler schöner Rührteig. Das Backen habe ich auf 180 Grad vorgeheizt, Ober- und Unterhitz. Das habe ich eh schon oft gesagt, ich tue lieber bei Ober- und Unterhitz backen, weil ich einfach finde, dass es nicht so austrocknet. Das ist Anschauungssache. Super schöner Tag. Seite, so wie es sich gehört, gleich aufräumen. So, ich habe jetzt alles rein. Es ist ja leicht zu merken, aber es findet das Rezept unterm Bild. 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, ein Vanillezucker, 250 Gramm Butter, 5 Eier. Aber wie gesagt, es findet eh das Rezept. Ich tue jetzt aber doch ein bisschen ein Backsprengfett rein. Für die Foam, das ist eh schon heraus. Es ist halt so heiß, dass selbst das davon rennt. Das ist noch gleich wieder ein Kühlschrank. Also das müsst ihr nachmachen, das ist super. Ich habe jetzt noch keinen Kommentar gekriegt, ob es auch mit dem Pürierstab geht. Aber das ist echt ein Traum, muss ich sagen, weil da flutscht gerade alles raus. Und die Mehlbatzerei, die leide ich schon überhaupt nicht. Das ist mir alles lästig. Bei mir muss es immer schnell und so einfach wie möglich gehen. Ich habe auch nie Zeit gehabt und das muss einfach ruckri zu kriegen. So, jetzt tun wir den Rührteig da rein in die Dampfform. Bis jetzt habe ich es in der normalen Kuchenform immer backen. Heute ist mir viel gekommen, jetzt probiere ich es einmal in der Tartform. Oft habe ich auch die Kuchenformen nicht da, weil ich ja für die Senioren oft Kuchen backe. Und dann kriege ich erst die Form. Ich habe zwar 2 oder 3, kriege ich oft erst nach dem Wochenende. Und dann hilfe ich mir halt so aus mit einer Tartform oder mit dem Rahmen, mit dem Backrahmen oder so halt. Aber das kann jeder machen, wie er will. So, das schaut jetzt einmal gut aus. Soll er einmal ein bisschen gleichmäßig sein, gell? Ich bin jetzt auch nicht die Backerin, die was ganz hundertprozentig alles perfekt ist, weil ganz hundertprozentig perfekt ist es eigentlich nur, wenn man die Fertigmischungen kauft.
die, was die Konditorei kaufen. Und das brauche ich wirklich nicht. So, ich tue jetzt die Marillen ganz, ganz eng aneinander legen, dass ganz viele Platz haben. Weil ich liebe das, wenn ganz ein Haufen Obst oben ist. Wie gesagt, waschen seien sie, die sind auch schon wieder trockend. So, ich mache das jetzt so fertig, den ganzen Kuchen voller Marillen, tue 45 Minuten backen und bin dann wieder bei euch und zeige euch, wie der fertige Kuchen ausschaut. Viert euch dabei, bis später. So, da bin ich wieder, das letzte Mal für den heutigen Tag. Kuchen ist fertig, schaut super schön aus. Schmeckt, weiß ich genau, dass er gut schmeckt, weil ich ihn schon oft gemacht habe. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch gutes Gelingen und macht es nochmal nach. Jetzt ist noch Marillenzeit. Es ist total jetzt super schön mit den ganzen Früchten, was es gibt. Ich liebe Früchtekuchen. Ist einfach total saftig und gut. Ja, macht es noch. Gutes Gelingen und danke fürs Videoschauen und bis zum nächsten Video. Viertag und noch einen schönen Abend.